muss ihn sicherlich vorstellen. Ist er ein ausgezeichneter Naturwissenschaftler, der seiner Frau helfen wollte, dabei wahnsinnig wurde? Oder ein alter Mann, der sich auf die Knie... Ich werde dich in Stücke schneiden, Ami. Wieso stirbst du nicht? Das dauert nicht lange. Dich an. Wie willst du mich besiegen? Das Heilmittel. Wo ist es? Vergiss den Clown. Ich will Cobblepot. Er hat meinen Anzug, meine Waffen. Ich werde ihn für das, was er mir angetan hat, töten. Ich übernehme Pinguin. Du solltest dich auf das Heilmittel konzentrieren, sonst sterben unschuldige Menschen. Du verstehst es nicht. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr? Wieso sollte ich ausgerechnet dir das sagen? Weil ich dir deinen Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus. Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Nein! Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecherchip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? War mir ein Vergnügen, Victor. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. Anscheinend beginnt das Eis aufzutauen.
Das ist also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten Sie 10 Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr. Kein Problem, Batman. Schon wieder? Was? Halt still, Batman! Stehen bleiben, du Idiot! Ich sag dir was, Batman. Einen Versuch hast du frei. Komm schon, Versuch! Ich bin zu weit weg. Angst? Der Unterbrecher funktioniert auf dieser Entfernung nicht. Ist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von ihr abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich habe eine kleine Überraschung für dich da unten. Oh!
Highlander! Aufhören! Du kannst ihn nicht töten! Er ist bereits tot! Nein! Was zum Henker treibst du da? Oh, du willst es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Das hat sich ja wehgetan, nicht wahr? Zum Glück ist dieser Knabe unsterblich. Lass den Unsinn mit dem Sprengstoff! Ich mein's ernst! Diese Sachen sind Antiquitäten! Lass sie in Ruhe! Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten! Das geht nicht! Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten! Unsinn mit dem Sprengstoff! Ich mein's ernst! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm.
Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Ohne eine Spur kann ich dem Assassin nicht folgen. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. All dem zu tun. Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Hier haben Sie eine Anfrage zur League of Assassins in den Bat-Computer eingespeist. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich. Zu schwer. Macht mich langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung, er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Mann hier. Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du noch mal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt. Wir haben jetzt diese Drecksbullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Zu kämpfen? Wie lautet der Plan? Versteck dich. Jokers Jungs schießen, leg sie um. Zurückzuschlagen. Diesen Pennern zeigen, wer jeder Sagen hat. Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguingebiet ist? Vermutlich nicht. Sie werden's bald wissen. Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um. Ich will Blut sehen. Ich will, dass dieser Schizofreak Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist. Ja! Später rücken wir in sein Gebiet vor. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Ich bin bereit. Ich auch. Gut. Es ist Batman! Batman, er ist hier. Ich wusste, dass du so viel Angst vor mir hast. Versteck dich!
die blöde Fledermaus! Ich töte dich, Flattermann! Die Fledermaus tut die Jungs zu Brei! Tötet ihn! Ich werde meinen Arkham City beerdigen. Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Hört sich aber so an. Schlafzimmer. Neben der rosa Satin-Bettwäsche. Willst du etwa, dass ich deinen Schädel durch das Fenster ramme? Ich kann Russ nur finden, wenn ich am Ninja einen Sender befestige. Ich muss möglichst nah ran. An vorgegebenen Stellen von Arkham City werden regelmäßig Nahrungsmittel abgeworfen. Die Abwürfe erfolgen zu bestimmten Zeiten und ausschließlich an diesen Stellen. Die Gefangenen sind selbst für die gerechte Verteilung verantwortlich. Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's al Ghul es duldet. Ruf ihn zurück. Die kann ich erledigen. Lass es. Folge uns nicht. Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht, für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Alfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist es? Oh, es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komm schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät, was dann? Wie willst du? Vertrau mir, ich finde eine Lösung. Du weißt, wo ich bin, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Ausgeschaltet hat. Glaubst du, dass das stimmt? Ich weiß nicht, aber wenn ja, brauchen wir einen neuen Plan. Wenn Pinguin weg ist, wird Two-Face zum Gegenschlag ansetzen. Der übernimmt alles. Ich weiß es. Hat Catwoman den nicht fertig gemacht? Nein. Angeblich hat sie ihn nur verletzt. Er kommt wieder. Niemand weiß wann, aber er kommt.